Hallo Lego Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe euch ja schon ein paar Umbauvideos von Fernbedienungen gezeigt und die dritte Umbau für die Fernbedienung war das mit dem Steuerknüppel, den man einfach nur so hin und her bewegen konnte. Das habe ich jetzt hier nochmal optimiert und ich zeige euch, wie man das baut. Man braucht auch weniger Teile dafür. Heißt, Leute, die jetzt vielleicht weniger Teile haben, können es auch leichter und besser bauen. Hier, sie sieht relativ ähnlich aus zu der, die wir letztes Mal hatten. Sie funktioniert auch genau gleich. Also wir haben hier diesen Steuerknüppel. Vorne nach hinten kann man entsprechend nach vorne und hinten diesen Hebel bewegen. Und nach rechts und nach links ist dann entsprechend der andere Hebel. Es ist sehr praktisch bei Modellen, die zum Beispiel vorne eine Lenkung haben, wie jetzt zum Beispiel beim Arox. Hinten Antrieb, vorne Lenkung, kann man entsprechend sagen, er fährt jetzt in die Richtung und geht dann halt nach vorne und in die Richtung. Was jetzt hier optimiert ist, ist, er ist auf beiden Seiten schmaler. Hier ist er schmaler gebaut und hier auch. Man kann natürlich dieses Schwarze noch entsprechend durch Light oder Dark Blue Gray ersetzen. Das sieht dann bestimmt besser aus. Der Steuerknüppel, dieses Zahnrad hier, liegt tiefer als beim anderen Mal. Da war es, glaube ich, 2 Noppen höher. Es ist so ein bisschen weiter vorne, aber ich finde, das ist eigentlich nicht besonders wichtig oder schlecht. Insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem Umbau. Ich verwende jetzt ihn hier beim Arox. Es ist allgemein immer toll, wenn man sich immer hier so an diesen Hebel hier so vor und zurück und nach vorne so macht, weil es ist auch, da hat man nicht so das Gefühl, als ob man den Laster steuern würde. Bei sowas hier schon deutlich mehr. Wenn ihr die anderen Umbauten noch sehen wollt, das gibt es dann noch mit einem Drehrad, dass man dann so wie so beim, wenn zum Beispiel so wie beim Lenkrad so dreht und dann fährt entsprechend in die Richtung, das ist auch mal sehr, sehr cool. Oder auch der Umbau wie beim Volvo Radlader, da gibt es ja auch noch ein paar, schaut euch da das andere Video an. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.